Hallo ihr Lieben, heute ist der 5. Oktober und ich habe mir gedacht, wir fangen mit einem neuen Weekly Reading an. Ich hatte da jetzt gerade irgendwie voll Bock zu und ja, deswegen dachte ich mir, schnappe ich mir die Kamera und fange mit einem Weekly Reading an, auch wenn ich wahrscheinlich nicht allzu viel lesen werde in der nächsten Woche, weil dann auch noch Buchmesse ist und an dem Wochenende komme ich ja gar nicht zum Lesen. Schauen wir einfach mal, wie sich das Ganze hier so entwickelt. Und ja, ich dachte mir, ich gebe euch ein paar Updates so zu meinem Leben, was hier eigentlich gerade so los ist. Und ja, ich würde sagen, damit fangen wir auch gleich mal an, denn ich hatte euch das letzte Mal erzählt, dass Milo sich an seinem Bein verletzt hat. Das Ganze ist jetzt 4 Wochen her und der Arzt hat halt gemeint, wir warten mal ein paar Wochen ab, weil wenn es wirklich stark gestaucht ist, kann das so 5 bis 6 Wochen dauern, ehe das auch wieder alles weg ist. Man will nicht mal gleich vom Schlimmsten ausgehen, dass es halt ein Bänderriss ist oder Muskelriss oder irgendwas. Und ja, deswegen haben wir bis jetzt abgewartet, 4 Wochen lang, aber jetzt kommt ein Flugzeug. Aber es wird nicht besser und ich möchte den Hund ungern länger leiden lassen. Gott, das klingt ganz furchtbar. Nein, alles gut. Also wir haben jetzt einen Termin gemacht zur Vorbesprechung für die OP. Das dauert zwar auch noch 2 Wochen, bis der Termin ist, weil der Arzt einfach gerade im Urlaub ist nächste Woche. Und wir erst übernächste Woche den Termin haben, aber mein Gott, dann ist das halt so. Ich kann es nicht ändern, muss der Hund jetzt halt noch 10 Tage damit mehr rumlaufen. Und ja, also Termin haben wir jetzt zum Vorgespräch für die OP und der Arzt vergibt uns dann einen OP-Termin, wenn wir das Gespräch hatten. Ich hoffe, dass der dann auch relativ schnell erfolgt und Milochen operiert werden kann. Mir graut es echt da davor, wenn sie den operieren, weil den dann dort abzugeben und dann ostabends wieder abzuholen und du weißt den ganzen Tag nicht, wie geht's deinem Hund, was ist passiert, ist alles gut und ja, das ist echt übel, übel, übel und ja, da kraut es mir echt so ein bisschen vor, aber was willst du machen? Ich möchte nicht, dass der hier länger noch unnötig humpelt und Schmerzen hat. Und er belastet das Bein zwar ab und zu, wenn er läuft, aber es ist nicht schön und es knackt auch beim Laufen. Also ich gehe davon aus, dass die Kreuzbänder gerissen sind, weil der Arzt hat uns erklärt, dass die Kreuzbänder ja die Knochen quasi in Stellung halten. Und wenn er jetzt läuft, dann tut das beim Laufen immer so aufeinanderknallen und schaben und deswegen knackt das so komisch. Und ja, er scheint keine Schmerzen damit zu haben, sonst würde er ja gar nicht laufen. Aber es ist halt, der Hund läuft hier durch die Wohnung und du hörst es die ganze Zeit nur knack, 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 knack. Und das ist absolut nicht schön und ich habe auch echt Angst, dass da noch mehr kaputt geht. Aber da kannst du nichts machen im Moment. Ich weiß auch nicht, was ich mit ihm machen soll. Ich versuche ihn schon so wenig wie möglich zu bewegen und zu gucken, dass er so wenig wie möglich läuft. Aber das ist ein Jack Russell. Jeder, der diese Rasse kennt, weiß, wie aktiv die eigentlich sind. Und der macht jetzt hier schon seit 4 Wochen nichts anderes, außer vor sich hin Stoff wechseln und das ist einfach nicht mehr schön. Ach, ja, ich meine, nach der OP wird es auch noch mal ein paar Wochen dauern, bevor er wieder richtig laufen kann, aber da ist zumindest ein Ende in Sicht und ey, das ist echt übel. Vor allem, das nimmt auch einen nervlich komplett mit, wenn dieser Hund nicht richtig fit ist. Und ja, also wir hoffen jetzt einfach mal das Beste, dass es mit der OP besser wird und hilft und dann schauen wir einfach mal weiter. Ja, was ist noch passiert? Mein Brautkleid ist kaputt. Ich habe mein Brautkleid in die Reinigung gebracht, weil es einfach verschwitzt war. Wir hatten ja 33 Grad auf der Hochzeit und ich habe echt aufgepasst, das Kleid nicht kaputt zu machen und keine Löcher reinzumachen und mir nirgends was drauf zu kippen. Und ja, das hat auch alles super geklappt. Das Kleid war in einem Top-Zustand, wo ich das in der Reinigung abgegeben habe und habe 45 Euro für diese Reinigung bezahlt und ja, habe dann die Info gekriegt, ihr Kleid ist kaputt. Nach 1,5 Monaten wohlgemerkt. Ich habe es gleich Anfang August in die Reinigung gegeben und vor 14 Tagen haben sie mir dann gesagt, dass das Kleid wieder da ist, aber es ist kaputt. Also die Reinigung, wo ich es abgegeben hatte, konnte es selber nicht reinigen. Das haben sie mir aber zum Zeitpunkt, wo ich das abgegeben habe, nicht gesagt, dass sie es auch weiter schicken müssen in eine Spezialreinigung für Seide. Und ja, was auch immer die in dieser Spezialreinigung mit dem Kleid gemacht haben, dieses Kleid ist ein Totalschaden. Ich muss mich gerade echt zusammenreißen, nicht wieder komplett hier auszurasten. Der Unterrock hat eine ganz andere Farbe jetzt wie das Oberteil. Es ist so ein Riss im Kleid hinten drin, über dem Po quasi. Also ich weiß nicht, wie die das hingekriegt haben und es sind überall gelbe Flecken drauf. Es sind solche riesigen gelben Flecken auf dem Kleid und ich habe das gesehen, ich hätte heulen können. Und ja, jetzt ist das Ganze bei der Versicherung von der Reinigung und ja, wir kriegen dann einen Schadensersatz. Aber wie der aussieht, weiß ich nicht. Und ich habe zu meinem Mann auch gesagt, ich will das Kleid ersetzt haben.
ich habe dieses Kleid einmal getragen. Dass ich nicht den vollen Kaufpreis wieder kriegen werde, ist mir klar, weil ich es einmal getragen habe. Allerdings möchte ich einen ziemlich hohen Wert zurückhaben und da lasse ich dann auch nicht mit mir reden. Das war ein scheiße teures Kleid. Ich habe mir echt dieses Kleid, ich habe auf alles verzichtet, das ganze Jahr. Ich habe mir nichts gegönnt und einmal nur, damit ich mir dieses Kleid unter anderem auch leisten kann. Und dann passiert sowas und dann kriegst du einmal nur das Kotzen. Dann kriegst du einmal nur das Kotzen und ja, naja, wir warten jetzt mal, was die Versicherung von denen sagt. Und ja, ich weiß auch nicht, ob ich mein Kleid wiederkriege. Es kann sein, dass die Versicherung sagt, wir zahlen ihnen das und das Geld, wollen aber das Kleid dafür haben. Ja, da muss ich jetzt halt auch gucken, was bei rauskommt und wie wir es machen. Und oh, ich könnte gerade... Leute, also, ne. Es ist jetzt zum einen ist es der materielle Schaden, den man hat, ne? Und zum anderen ist es einfach dein verdammtes Scheiß-Hochzeitskleid. Und das ist... Also für mich ist das schon emotional gesehen was anderes, weil wenn ich da jetzt nicht emotional dran hängen würde, hätte ich mir auch einfach ein Kleid leihen können. Aber ich habe mich ja bewusst dafür entschieden, eins zu kaufen, damit es mein Kleid ist, damit es mein Erinnerungsstück ist. Was auch immer ich mit diesem Kleid in den nächsten Jahren noch gemacht hätte, aber verdammte Scheiße, es ist meins. Und die machen das einfach kaputt. Ich könnte so kotzen, ey. Kommen wir mal wieder zu erfreulicheren Themen, nämlich dem Lesen. Ich habe gestern Renegades beendet von Marissa Meyer und kann nur sagen, dass es eine richtig, richtig coole Superhelden-Superschurken-Geschichte ist, so wie die Unglaublichen. Ich hatte immer das Feeling von den Filmen, die Unglaublichen beim Lesen und das hat mega viel Spaß gemacht. Und ja, ich kann euch das Buch wirklich nur empfehlen, wenn ihr solche Geschichten gerne lest. Dann habe ich letzte Woche noch gelesen Now and Forever von Geneva Lee. Ist auch eine richtig süße Liebesgeschichte. Und ja, jetzt fange ich heute an mit Lesen. Ich habe mir das hier schon alles mal hingelegt. Nämlich zum einen Die Ringchroniken begab von Erin Linares. Oh mein Gott, ich kann den Namen jetzt sprechen. Ja, das möchte ich heute anfangen zu lesen. Und dann parallel möchte ich lesen The Deadlist von Jennifer L. Armentrout. Und wenn ich die beiden Schätzchen gelesen habe, kommt dann natürlich erstmal Fire and Frost endlich dran. Ich bin schon sehr gespannt auf diese Geschichte. Ich habe bei Fire and Frost heute mal geguckt, was das jetzt eigentlich ist. Also es ist aktuell offiziell eine Trilogie, aber man kann wohl beim Ende vom dritten Teil auch rein theoretisch noch einen vierten schreiben. Also es ist noch nicht gesagt, dass es nicht vielleicht sogar noch einen vierten Teil nächstes Jahr geben wird. Das weiß man aktuell aber noch nicht. Und ja, lassen wir uns einfach mal überraschen. Aber aktuell ist Fire and Frost auf jeden Fall eine Trilogie. Dann ist gestern noch ein Buch bei mir angekommen. Und zwar Die Krone der Dunkelheit von Laura Kneidl. Und wow, Milo, lauf nicht über die Couch. So, oh mein Gott, Hund, was tust du? Wartet mal, Milo versucht sich hier gerade... Was ist, Baby? Na, dann leg dich hin. So, jetzt muss ich die Kamera kurz drehen. Milo hat sich hergelegt. Ja, auf jeden Fall, Die Krone der Dunkelheit ist gestern bei mir angekommen und dieses Buch fasst sich ja mal so geil an. Also alle, die wie ich so haptische Menschen sind, fasst dieses Buch an. Es fasst sich so toll an. Ich liebe das, wenn es hier vorne so prägniert. Nennt man das? Wie nennt man das? Ich weiß gerade nicht. Prägniert? Draufgestanzt? Ach, was weiß ich. Also wenn hier vorne sowas drauf ist, was man anfassen kann. Und ich habe Angst, dass die Kamera gerade abschmiert. Ja, auf jeden Fall ist Die Krone der Dunkelheit gestern bei mir angekommen von Laura Kneidl. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Laura hat bei der Lesung hier sehr, sehr viele coole Sachen über diese Geschichte erzählt. Und da hat man so Bock auf das Buch bekommen. Und ja, deswegen musste ich es haben. Aber ich habe dieses Buch auch wieder netterweise vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Das wollte ich an dieser Stelle auch einmal erwähnen. Genau wie The Deadlist, Fire and Frost und Die Ringchroniken. Und ja... Dann ist heute noch ein Buch angekommen und ich habe hier eine sehr, sehr starke Vermutung, was drin ist. Hier schimmert auch schon so ein bisschen das Cover durch und ich mache es mal auf. Warte mal. Ja, es ist das Buch. Und oh, es sieht so schön aus. Es glänzt. Die Sprache der Dornen von Leigh Bardugo ist heute angekommen und das ist ein nicht sehr dickes Buch. Es ist ein relativ dünnes Buch. Ich weiß nicht, wie groß die Schrift ist. Wartet mal. Ich schau mal rein, das ist ja noch eingeschweißt. Ja, das Buch habe ich auch netterweise vom Verlag bekommen. Das habe ich schon vor, keine Ahnung, wie vielen Monaten angefragt. Ich glaube, Anfang des Jahres habe ich dieses Buch schon angefragt, zusammen mit dem Gold der Krähen. Und dieses Buch beinhaltet Märchen aus der Welt der Griecher. Und ich bin sehr gespannt auf dieses Buch. Ich freue mich da sehr drüber. Ich habe auch nur Gutes bisher über diese Geschichten hier gehört.
Und hier sollen tolle Illustrationen drin sein. Wartet mal. Ja, guckt mal hier zum Beispiel. Da finde ich sehr, sehr hübsch. Gefällt mir. Und ja, auf jeden Fall bin ich schon sehr gespannt auf diese Geschichten, die hier drin sind. Und ich freue mich da schon sehr drauf. Und oh, guck mal, hier ist ein Fuchs. Guck mal, Niki, falls du das siehst, da ist ein Fuchs. Sieht man den Fuchs? Ich glaube, man sieht den Fuchs. Voll cool. Und ja, guck mal, die Geschichte heißt auch Der zu kluge Fuchs. Ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr auf diese Geschichten. Und dieses Buch sieht echt mega nice aus. Und ja, das werde ich dann auf jeden Fall auch ganz, ganz, ganz bald lesen. Und werde euch dann natürlich berichten, wie es mir gefallen hat. Und ja, mehr kann ich dazu eigentlich auch gar nicht sagen. Wie gesagt, es sind Kurzgeschichten drin. Wie viele sind es? Ich glaube, 6 Stück. Also es sind 6 Geschichten. Eine Geschichte ist aus Semini. Und dann sind 3 Geschichten aus Ravka. Eine Geschichte aus Kerch. Und eine Geschichte aus Fjalla. Wer das Lied der Krähen kennt oder das Gold der Krähen, der kann mit diesen Begriffen auf jeden Fall was anfangen. Kerch ist die Insel, wo das Lied der Krähen spielt. Fjärda ist ein Kriegervolk, die Griecher jagen. Ravka ist das Land der Griecher und Semini, das ist so ein Nomadenvolk, die durch die Gegend ziehen und so Kunststücke und artistische Dinge aufführen. Injay, also Inich, ich weiß immer nicht, wie man sie in dem Buch auch spricht, weil das Lied der Krähen ist eine Semini gewesen und ja, das ist auf jeden Fall so ein Nomadenvolk. Und ja, ich bin sehr gespannt auf die Geschichte und ich freue mich da so drauf und oh, das sieht so schön aus hier drinne. Schaut euch das Buch auf jeden Fall mal an, wenn ihr in der Buchhandlung seid und das irgendwo seht. Ach, guck mal, hier hinten ist auch nochmal eine Karte von der Welt drin, das finde ich ja mal mega cool. Ja, hier unten haben wir Kerch, hier ist Ravka, hier ist Fjärda und die Semini leben, glaube ich, hier unten so mit in Shuhan. Also wie gesagt, das ist ein Nomadenvolk, die ziehen umher. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, wieder in die Welt der Griecher einzutauchen. Ich habe ja noch Griecher direkt, die Reihe, die ich beenden müsste mal. Werde ich vielleicht auch irgendwie mal bald mal mit tun, wenn ich mit den Rezi-Exemplaren fertig bin. Aber dann will ich eigentlich erstmal die Reihen beenden, wo ich nur noch ein Buch zu lesen habe. Das wäre dann nämlich Wie die Erde um die Sonne. Der dritte Teil von Redwood Love kommt ja jetzt auch noch. Und der fünfte Teil von Talent kommt jetzt auch noch. Das sind 3 Reihen, die ich auf jeden Fall jetzt noch beenden kann dieses Jahr und beenden werde. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und ja, ich freue mich ja immer, wenn ich Reihen abgeschlossen habe. Es ist immer ein bisschen traurig, wenn man eine Reihe beendet, weil man weiß, dass man in diese Welt, in diese Geschichte nicht mehr zurückkehren wird. Aber für mich ist das immer so ein oh, ich habe es geschafft. Ich habe diese Geschichte beendet, gerade bei Talent mit den 5 Teilen. Ist das für mich schon sehr, sehr anstrengend gewesen. Ich meine, diese Geschichte begleitet mich jetzt, seit ich mit BookTube angefangen habe. Damals, das war 2015. Seitdem begleitet mich Talon. Und das sind jetzt 3 Jahre. Und ja, es wird Zeit, dass diese Geschichte beendet wird und zu Ende erzählt wird. Ja, mehr gibt es jetzt eigentlich auch nicht zu sagen. Ich werde jetzt ein bisschen mit den Ringchroniken anfangen und die lesen. Und dann mal schauen, was der Tag heute noch so bringt. Ich habe jetzt eine Viertelstunde erzählt. Ich glaube, das reicht. Und ja, ich würde sagen, ich melde mich später wieder. Bis dann. Bye, bye. Hallo ihr Lieben, da ist sie wieder, die ungeschminkte Wahrheit. Heute ist Sonntag und Sonntag ist bei mir immer so ein Gammeltag und so ein Abspanntag. Heute ist auch echt nicht viel los bei uns, weil mein Liebster hat Nachtschicht. Der hat sich jetzt gerade wieder hingelegt und schläft noch ein paar Stunden. Und er hat mir aber vorher noch ein Spiel installiert, was ich gerne haben wollte. Dieses Spiel habe ich gestern 3 Stunden im Livestream geguckt bei Spielkind Gaming. Und ich hatte jetzt so Bock, dieses Spiel zu spielen. Und da dieses Spiel 18 Euro gekostet hat, hat mein Bester es mir jetzt gerade noch gekauft und schnell installiert, dass ich das jetzt noch ein bisschen zocken kann, denn ich habe im Moment nicht so 100% die Muse, mich den ganzen Tag aufs Lesen zu konzentrieren. Ich habe Dauerkopfschmerzen seit 3 Wochen und die gehen einfach nicht weg. Und das ist für mich im Moment sehr, sehr anstrengend mit Lesen, was natürlich richtig blöd ist wegen der Rezi-Exemplare, aber ich habe mir gesagt, lies jeden Tag zwischen 100 und 200 Seiten, da komme ich recht gut vorwärts. Ich habe heute 120 Seiten bisher gelesen und zwar bei den Ringchroniken von Erin Linares. Und ja, ich habe jetzt ungefähr das Stückchen noch, was ich lesen muss. Entweder lese ich das dann heute Abend noch, bevor ich ins Bett gehe, oder ich fange heute Abend dann noch mit der Deadlist an, weil das wollte ich eigentlich auch noch anfangen zu lesen am Wochenende. Aber dadurch, dass ich gestern dann so lange bei meiner Mama war und bei ihrem Geburtstag und auch schon viel früher hingefahren bin als ursprünglich geplant, bin ich halt zu nichts gekommen. Aber das muss halt auch einfach mal sein. Und ja, wie gesagt, ich lese gerade die Ringchroniken. Ich muss sagen, dass das ein richtig, richtiges Jugendbuch ist. Also die Liebesgeschichte
Geschichte ist jetzt nicht sehr vordergründig, was die Story betrifft, aber unsere Protagonistin jammert ihrem Typen ganz schön hinterher und sie denkt immer wieder an ihn und ach, sie vermisst ihn und ha, wenn er nicht bei ihr ist und so. Das ist so richtig typisch Teenie-mäßig, aber ich mag ja so einen Kram. Und wie gesagt, 120 Seiten habe ich jetzt ungefähr noch von der Geschichte und dann bin ich damit auch durch und wie gesagt, dann werde ich auf jeden Fall als nächstes die Deadlist lesen und danach ist Fire and Frost dran. Und gestern, als ich nicht zu Hause war, ist Post gekommen. Wieder mal. Ich kriege jeden Tag gefühlt im Moment Post und es ist jeden Tag Buchpost, aber ich freue mich ja immer über Buchpost. Und das ist Post aus dem HarperCollins Verlag. Ich weiß auch, was da drin ist und ich dachte mir, ich zeige euch das jetzt einmal wieder, was ich für Post bekommen habe, denn das sind zwei Bücher, auf die ich mich schon ultra freue. Und zwar, lass mir die Zettel weg. Es sind zwei Bücher in diesem Paket und das erste Buch ist Hot von Lauren Blakely. Ihr wisst, Lauren Blakely lese ich gerne zwischendurch, weil ich bei ihren Büchern echt abspannen kann. Und dieses Buch hat auch wieder nur ganz niedliche 260 Seiten. Ja, 270, 80, also knappe 300 Seiten, sage ich jetzt einfach mal, hat dieses Buch wieder. Und ich freue mich schon sehr auf die Geschichte. Das ist der dritte Teil der Big Rock-Reihe. Der zweite Teil, Mr. O, den habe ich ja vor einigen Monaten gelesen. Und ich freue mich jetzt schon sehr auf den dritten Teil. Ich bin schon sehr gespannt. Hier geht es um Wyatt Hammer. Und ich glaube, Wyatt ist der Bruder von Nick Hammer. Um den ging es im zweiten Teil. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt auf diese Geschichte und freue mich da schon sehr drauf. Wenn ihr Näheres zu dem Buch wissen wollt, schaut in dem Neuerscheinungsvideo vorbei. Da lese ich euch den Klappentext auch vor oder klickt unten einfach in der Infobox auf den Link. Und dann habe ich noch das Buch hier bekommen und ich finde das Cover von dem Buch so schön. Und zwar ist das Das Herz der Kämpferin von Adrienne Young und das Buch ist jetzt eingeschweißt, aber ich glaube, ihr seht das Cover so halbwegs Dings. Ich wollte es jetzt mal nicht auspacken. Das ist wieder eine Jugend-High-Fantasy-Geschichte und hier hinten steht drauf, Wikinger-Fans und Fans von Sarah J. Maas werden sich in diese reich gestaltete Welt verlieben. Und ich bin schon sehr gespannt. Das Buch ist auch nicht ultra dick, was ich momentan sehr begrüße, weil ich habe bei Renegades echt gemerkt mit über 600 Seiten, dass es da ganz schön mir zwischendurch die Luft ausging. Aber wie gesagt, das sind alles drei Bücher aus dem HarperCollins Verlag und sie sind alle nicht dick, sie haben alle durchschnittliche Länge und da bin ich auch froh drüber. Und ich freue mich auf jeden Fall riesig über die beiden Schätzchen hier. Und die werde ich auf jeden Fall auch ganz, ganz bald mitlesen und euch dann vorstellen. Und I'm so happy. Ich freue mich. Ich werde mich jetzt hier an den Rechner setzen und ein bisschen zocken. Und ich werde euch gleich nochmal das Spiel zeigen, was ich jetzt spiele. Und zwar ist das House Flipper. House Flipper ist quasi sowas wie, wie hieß diese Sendung früher mit dem Schöner Wohnen, wo Tine Wittler immer die Wohnungen schön gemacht hat unter die einzelnen Räume. Ich weiß es gerade nicht mehr. Sie hat, glaube ich, immer nur einzelne Räume verschönert. Und das ist sowas wie Zuhause im Glück, nur ohne eine Familie, die bedürftig ist. Also Zuhause im Glück verschönert ja immer Häuser von Familien, die momentan gerade finanzielle Sorgen eher haben. Und genau das machen wir hier auch. Wir kaufen alte Häuser, verschönern die und verkaufen die dann neu weiter. Und ich bin schon sehr gespannt auf das Spiel. Wie gesagt, ich habe mir gestern in dem Stream 3 Stunden das angeguckt, wie Kathi das gemacht hat. Und ich habe einfach gedacht, ich habe jetzt auch voll Bock da drauf. Und ich werde jetzt ein bisschen House Flipper zocken und höre auf, euch zuzukauen. Und ich würde sagen, bis später. Und ich zeige euch jetzt noch ganz kurz das Spiel. Das ist House Flipper. Ich kann jetzt immer nur eins machen, weil ich nur mit einer Hand spielen kann. Mein Auftrag ist es jetzt hier gerade, dieses Haus zu reinigen. Das ist jetzt die Hintertür, okay. Da ist kein Zimmer mehr. Also das muss man definitiv mit beiden Händen spielen, sonst eiert man so rum wie ich gerade. Und ich möchte die Tür gerne wieder zumachen. So, und dann machen wir die mal auf. Und da ist ein Badezimmer. Und ich muss jetzt hier gerade sauber machen. Seht ihr diesen Dreck? Den muss ich wegmachen. So, und wir putzen und putzen. Und dann muss ich das, was umgefallen ist, so ein bisschen aufheben. Und das ist halt so der Anfang. Und später muss man dann halt noch ganze Aufträge machen und richtig Häuser renovieren und so ein Kram. Und das ist total entspannt und das zocke ich jetzt einfach mal eine Runde und putze hier noch so ein bisschen rum. Und bis dann! Hallo ihr Lieben, heute ist Mittwoch, der 10.10. und ich dachte mir, ich melde mich mal. Ich habe mich ja seit Sonntag gar nicht mehr gemeldet. Eigentlich wollte ich mich gestern Abend noch mal melden, aber irgendwie habe ich es dann vergessen. Naja, irgendwie sind auch hier hinten meine ganzen Kissen alle umgefallen.
Auf jeden Fall dachte ich mir, ich melde mich nochmal bei euch und gebe euch ein kurzes Update, was hier so lesetechnisch bei mir passiert ist. Und zwar, ich habe zum einen die Ringchroniken von Aaron Dennaris beendet. Und ich kann nur sagen, dass es ein gutes, solides Jugendbuch ist. Es war jetzt leider kein Buch, was mich vom Hocker gerissen hat. Es ist eine Jugenddystopie und ich finde, in dieses Genre passt dieses Buch perfekt rein. Die Geschichte ist teilweise relativ vorhersehbar. Am Ende kommt nochmal eine Wendung, die ich so nicht habe kommen sehen. Und ich kann nur sagen, dass es eine gute, solide Jugendgeschichte ist. Und wer gerne Dystopien liest im Jugendbuchbereich, der sollte sich die Ringchroniken auf jeden Fall mal angucken. Mehr sage ich jetzt dazu nicht. Ich wollte mich ja jetzt kürzer fassen an den Vlogs, wenn es Rezensionsexemplare sind. So, dann lese ich gerade aktuell noch die Deadlist von Jennifer Armentrout. Da bin ich so, ja, so knapp vor der Hälfte. Also hier, das habe ich gelesen. Und da will ich heute auf jeden Fall noch weiterlesen. Das Buch gefällt mir wieder richtig gut bisher. Und ja, ich mag es. Es ist typisch Jennifer Armentrout. Das ist auch Angeschmachte vom Feinsten, aber auf eine etwas andere Art. Nicht so ganz jugendbuchtauglich. Und ja, ich habe auch schon wieder gelacht in dem Buch. Annika und ich, wir haben einen Satz und immer wenn wir den in einem Buch lesen, dann schicken wir uns den gegenseitig. Und ja, da habe ich auch schon wieder gut gelacht, weil der hier auch relativ am Anfang schon wieder kam, dieser Satz. Und ja, ich mag die Geschichte bisher. Ich bin gespannt, was jetzt hier alles so noch passiert und was hier noch so da dahinter steht. Bisher hat man nur so am Rande so ein bisschen was mitbekommen und man weiß, dass in der Vergangenheit der Protagonistin irgendwas passiert ist. Und ja, man kriegt zu langsam Informationen, was genau passiert ist, aber die Hintergründe weiß man noch nicht. Und ja, dann treibt hier ja noch ein Serienkiller sein Unwesen. Und ja, ich bin gespannt, wie das jetzt hier weitergeht. Wie gesagt, bisher mag ich es sehr. Und ja, es ist Jennifer Armentrout. Was soll ich sagen? Ich liebe, liebe, liebe es. Und ja, Sexy Crime trifft dieses Ganze, glaube ich, schon recht gut. Das war das Lesetechnische. Ich habe heute noch zwei Bücher bekommen. Noch zwei mehr. Tada! Naja gut, die nächsten Bücher, die ich lese, sind alle recht dünn. Als nächstes, wenn ich die Deadlist fertig habe, werde ich mich Fire and Frost endlich mal zuwenden. Das wartet hier auch schon ganz gespannt und möchte gelesen werden. Am Montag nächste Woche fange ich dann mit Sina noch die Sprache der Dornen an. Das lese ich mit ihr zusammen. Ich hatte euch ja am Sonntag erzählt, dass ich House Flipper spiele. Ich zocke immer noch House Flipper und es macht mir immer noch mordsmäßig Spaß. Also es ist halt ein Renovierungssimulator, aber ich mag es. Es macht Spaß und ja. Ich mag es einfach. Und ich würde sagen, ich stelle euch mal kurz anders hin und dann gucken wir nochmal in die zwei Pakete rein. So, wie immer die altbewährte Optik. Ich habe euch jetzt mal auf den Tisch gestellt und ich habe mal die Brille abgenommen. Oh, kennt ihr das, wenn ihr manchmal so ohne Brille gucken müsst, so für ein paar Minuten? So geht es mir gerade. Was ganz gut ist, dann habe ich nicht so die Reflexion im Gesicht. Und ja, das hier ist das erste Paket, was ich bekommen habe. Und ich habe eine sehr starke Vermutung, was da drin ist, auch aufgrund der Dicke des Paketes. Und ja, schauen wir mal rein. Es ist das, was ich dachte. Hier und es ist der letzte und fünfte Teil von Talon. Hier steht auch das große Finale der Drachensaga. Und ich bin schon so gespannt, wie das Ganze jetzt hier im fünften Teil ausgeht. Und ja, ich freue mich aber auf jeden Fall schon sehr, Talon zu lesen. Und I'm so happy. Und die Bücher sehen so schön aus. Ich mag das bei den Julie Kagawa Büchern mit diesem Auge. Und ja, bin gespannt, was hier jetzt noch alles passiert. An das Ende vom vierten Teil kann ich mich eigentlich noch ganz gut erinnern. Ich weiß noch, dass das ein übelst fieses Ende war. Man so dachte so, fuck, wieso ist das jetzt vorbei? Wie geht das jetzt weiter? Ich bin auf jeden Fall gespannt, was Talon bereithält. Und wie gesagt, werde euch berichten, wenn ich es gelesen habe, wie es mir gefallen hat. Aber die ersten vier Bücher haben mir auch gut gefallen. Also, warum sollte mir der fünfte nicht gefallen? Und dann habe ich noch das hier bekommen. Und hier weiß ich auch, was drin ist. Und ich bin eben gerade schon leicht ausgerastet, wo ich dieses Buch gesehen habe, denn ich hätte nicht gedacht, dass ich es bekomme und ich hätte mir dieses Buch auf jeden Fall gekauft, jetzt noch vor der Buchmesse. Und ich bin so froh, dass das jetzt heute noch angekommen ist, weil ich wäre sonst Freitag losgelaufen und hätte es mir noch besorgt, weil ich es mir unbedingt signieren lassen möchte auf der Buchmesse von der Autorin. Letztes Jahr hat es nämlich nicht geklappt mit uns beiden mit dem Signieren und das war dann ein ewiges Hin und Her, bis ich ein signiertes Buch hatte. Und das habe ich auch inzwischen nur dank der lieben Annika, die mit der Autorin dann Heimlichkeiten ausgetauscht hat und mir das Buch signiert hat, zukommen lassen. Danke nochmal, Annika. Und ja, oh, sieht so schön aus.
Die Vereinten von Caroline Brinkmann. Und ja, ich habe letztes Jahr ja die Perfekten gelesen und die Perfekten war letztes Jahr ja auch ein Jahreshighlight von mir. Und ich habe dieses Buch letztes Jahr sehr, sehr gefeiert und ich bin so gespannt, wie das jetzt hier im zweiten Teil weitergeht. Ich habe schon von einigen Leuten gehört, dass hier noch ganz, ganz viel krasser Shit im zweiten Teil passieren soll. Und das muss da noch richtig abgehen und da müssen noch ziemlich viele Wendungen drin vorkommen. Und es soll richtig gut sein. Ich habe bisher nur Positives gehört über die Vereinten und ja... Das werde ich jetzt auf jeden Fall mit zum Buchmesse nehmen, auch wenn ich es erst noch nicht gelesen habe. Und werde es mir von der lieben Caroline signieren lassen, wenn ich sie dann finde auf der Messe. Ich hoffe es mal. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall schon sehr auf die Geschichte. Und ich bin gespannt, was mit Rain hier alles noch passiert. Und ja, es sieht so schön aus. Schaut mal. Ist das nicht toll? Und irgendwie wird meine Kamera gerade schon wieder dunkel, weil ich das Buch in die Kamera halte. Und ja, ich mag es. Ich mag es sehr. Und ja, das sind auf jeden Fall auch noch zwei Bücher, die jetzt bei mir eingezogen sind, die ich dann demnächst noch mitlesen werde, wenn ich hier diesen ganzen anderen riesen Stapel an Büchern mal gelesen habe. Ich müsste eigentlich auch in den nächsten Tagen noch den dritten Teil von Redwood Love bekommen. Bei einigen ist er schon angekommen, aber bei mir dauert es irgendwie immer ein, zwei Tage länger, ehe ich die Bücher bekomme. Ich habe keine Ahnung warum. Wahrscheinlich wohne ich weiter vom Versandort weg wie die anderen. Und ja, den müsste ich jetzt eigentlich auch noch die nächsten Tage kriegen, den dritten Teil. Und da freue ich mich auch schon sehr. Und irgendjemand hat auf Instagram in den Stories gepostet, dass Kelly Warren einen Kommentar unter einen Kommentar geschrieben hat, dass auf jeden Fall nächstes Jahr im Amerikanischen noch zwei weitere Teile von der Redwood-Reihe rauskommen und dass es noch eine weitere Reihe von ihr geben wird. Ich hoffe, dass der KISS Verlag es wieder kaufen wird, aber ich gehe von aus, weil ich glaube, die Redwood-Bücher verkaufen sich echt richtig gut. Ich werde am Freitag auf der Messe auf jeden Fall mal nachfragen, da ist ja Blogger-Treffen. Und ja, mal schauen, was die lieben Leute vom KISS Verlag da so erzählen. Ich bin auf jeden Fall schon sehr, sehr gespannt auf das Blogger-Treffen auch und freue mich da schon sehr. Und eine Bloggerin von dem Treffen kenne ich schon, das ist nämlich die Corinna, mit der ich am Samstag zusammen die Moderation mache. Sie geht dann nämlich auch hin. Da bin ich Gott sei Dank nicht so ganz alleine. Das ist immer so wie am ersten Schultag, wenn man irgendwo alleine hingeht und man kennt dort niemanden. Und ja, aber das wird schon alles cool werden. Und ja, ich freue mich jetzt über meine Bücher. I'm so happy und werde ein bisschen The Deadlist lesen, bis mein Bester nach Hause kommt. Der ist gerade einkaufen und dann werden wir erstmal Abendbrot essen. Und dann werde ich wieder The Deadlist lesen und vielleicht spiele ich heute noch ein bisschen House Flipper, mal gucken. Also ich würde sagen, ich melde mich morgen oder übermorgen nochmal vor der Messe und danach ist wieder nach der Messe. Und es gibt ja wieder einen Messe-Vlog, also werde ich dann hier zwischendrin wahrscheinlich auch nichts Messemäßiges reinmachen. Also nicht wundern, es gibt dann ein extra Messe-Video. Und ja, ich höre jetzt auf, euch zuzulabern und würde sagen, bis später. Hallo ihr Lieben, es ist Donnerstag und morgen fahren wir zur Buchmesse. Ich freue mich schon so. Und ich dachte mir, ich melde mich nochmal ganz fix. Und ich weiß nicht, ob ich es morgen früh schaffe, mich nochmal zu melden oder ob ich es vergesse oder ob ich es nachher nicht vergesse. Deswegen dachte ich mir, ich melde mich jetzt einfach nochmal ganz kurz und gebe euch ein kurzes Update. Es ist jetzt nicht allzu viel passiert seit gestern. Ich habe jetzt heute noch ein bisschen Stress. Ich muss noch meine Klamotten raussuchen. Ich muss mir überlegen, was ich anziehen will. Ich muss da jetzt nochmal umdisponieren, weil ich dachte, es ist kälter. Auf jeden Fall ja, muss ich mir jetzt mal Gedanken machen, was ich anziehen will. Ich will noch in Ruhe in die Badewanne. Ich muss noch Haare waschen. Ich muss meine ganzen Unterlagen noch raussuchen, die ich mal morgen mitnehmen muss. Ich muss noch uns was zu essen einpacken. Und so dieser typische Messestress. Aber das ist ja immer so positiver Stress. Und ich freue mich da schon gerade drauf. Und mein erstes To-Do, was ich aber heute hatte, war, nachdem ich nach Hause gekommen bin, das Schätzchen hier zu Ende zu lesen. Und das habe ich gerade getan. Ich bin gerade fertig geworden mit The Deadlist. Und oh mein Gott, ist das ein gutes Ende. Ich habe die ganze Zeit nur so gedacht, what the fuck, das ergibt keinen Sinn. Und dann am Ende so, alles klar, was ist hier los? Oh mein Gott, also ja, The Deadlist ist ein kitschiges, schmalziges, überzogenes, übertriebenes, unrealistisches Buch. Das muss man definitiv so sagen. Und wer sowas nicht mag, soll die Finger auch von lassen. Aber ich liebe Jennifer Armentrout. Ich liebe diese schmalzige, kitschige, überzogene Art. Auch bei Sexy Crime. Das Buch richtig, richtig gut. Mir hat es mega gut gefallen. Und ja, ich bin froh, dass ich es jetzt noch beendet habe vor der Buchmesse. Das war ja so das Ziel, das die Woche noch fertig zu lesen, bevor wir zur Messe fahren. Und ich wollte heute eigentlich noch anfangen mit... Fire and Frost. Da wollte ich heute vielleicht noch so 50 Seiten lesen. Ich muss mal gucken, ob ich das heute noch schaffe. Aber erst muss ich wie so ein kleiner tasmanischer Teufel durch meine Wohnung rennen und hier alles fertig machen, dass ich morgen früh einen entspannten habe. Und heute ist Buchpost gekommen. Ich habe da schon sehnlichst drauf gewartet, auf dieses Paket. Und ja, meine ganzen Blogger-Kolleginnen und Kollegen haben es gestern schon bekommen. Und zwar... Ja, so, ich habe es jetzt endlich rausgefummelt und es ist einfach so wunderschön. Ich liebe, liebe, liebe diese Cover. Und ja,
Ich habe den dritten Teil von Redwood jetzt auch endlich bekommen. Wie gesagt, meine ganzen Blogger-Kolleginnen und Kollegen, die haben es gestern oder beziehungsweise vorgestern schon gehabt. Aber ich glaube, ich habe so mit den entferntesten Weg vom Versandort. Deswegen dauert das bei mir immer ein bisschen länger. Aber es ist da, es ist da, es ist da. Oh mein Gott, ich freue mich so. I'm so happy. Und ja, jetzt bin ich natürlich etwas im Zwiespalt. Also ich werde heute auf jeden Fall Fire and Frost noch anfangen zu lesen. Das habe ich mir vorgenommen, weil ich da auch unbedingt wissen will, wie die Geschichte weitergeht. Aber ich lese ja parallel meistens immer zu einem Jugendbuch noch einen Liebesroman. Und jetzt überlege ich natürlich, ob ich erst Redwood lese oder ob ich Hot lese von Lauren Blakely. Aber bei Redwood bin ich gerade einmal noch so gut drin. Ne? Da habe ich jetzt aus dem zweiten gelesen. Ich weiß es noch nicht, was ich genau mache. Das werde ich euch dann am Sonntag erzählen. Und ja, ich verabschiede mich jetzt einfach mal an dieser Stelle und werde jetzt hier mal ein bisschen durch die Gegend noch wuseln. Und ich würde sagen, ich melde mich nach der Buchmesse mit einem kurzen Bericht bei euch. Und dann schauen wir mal, wie lang dieses Video hier geworden ist und ob ich nächste Woche mit dem Vloggen noch dranhänge oder nicht. Aber ich denke schon, könnte ich eigentlich machen. Naja, wir werden sehen. Ich würde sagen, wir sehen uns am Sonntag. Bis dann. Hallo ihr Lieben. Ich hatte ja gesagt, ich melde mich nochmal nach der Buchmesse in diesem Weekly Reading. Und ja, die Buchmesse ist vorbei. Heute ist aber schon Montag und nicht Sonntag. Ich wollte mich gestern erst melden und dann dachte ich so, nee, Susi, das kannst du nicht bringen. Du bist so fertig. Die Leute denken, du hast sonst was auf der Messe getrieben. Dabei war das gar nicht so schlimm. Aber mich hat gestern persönlich die Heimfahrt total fertig gemacht. Und ich habe hier irgendwas Fieses auf der Brille. Ja, auf jeden Fall hat die Heimfahrt mich gestern total fertig gemacht, weil ich saß 2,5 Stunden in der prallen Sonne. Weil diese Kacksonne, es tut mir leid, ich kann das nicht anders sagen, diese Kackdreckssonne hat mir die ganze Zeit in die Fresse geschienen. Und 2,5 Stunden und ich konnte einfach am Ende nicht mehr. Ich wollte nur noch raus aus diesem Auto. Ich war froh, als ich dann einfach zu Hause war und ich war echt fertig. Ich war fix und fertig, als wir hier nach 2,5 Stunden zu Hause ankamen. Einfach nur, weil ich in dieser Sonne gesessen habe. Ey, das ist so bescheuert. Ja, auf jeden Fall habe ich dann gestern hier noch rumrotiert und geputzt und gemacht und Haushalt und gewaschen und alles wieder in seinen Platz geräumt. Und ja, habe dann gedacht, nein, du meldest dich heute nicht mehr. Du bist fix und fertig. Das wird nicht cool. So, ich habe die Brille jetzt mal abgenommen. Irgendwie sind da Flecken auf der Brille und diese Reflexion, das stört mich jetzt einfach. Ja, auf jeden Fall wollte ich jetzt noch ein kurzes Messe-Update geben, wie es denn auf der Messe war. Und ja, ich kann nur sagen, ich fand die Frankfurter Buchmesse dieses Jahr richtig, richtig schön. Mir hat sie sehr, sehr gut gefallen. Es war total entspannt. Ich hatte ja auch nur 2 Termine, dadurch, dass wir ja wirklich recht kurzfristig hingefahren sind und entschieden haben zu fahren. Hatte ich mir jetzt den Terminkalender einfach nicht so voll geladen und habe halt auch mich nirgendwo angemeldet oder mitgemacht. Und hatte dann halt auch nur 2 Termine auf der Messe. Das eine war das Blogger-Treffen vom KISS Verlag. Das war am Freitag. Und ich kann nur sagen, es werden sehr, sehr viele coole Bücher beim KISS Verlag erscheinen. Wir haben auch so ein paar Hintergrundinformationen zum Verlag bekommen. Und die Lektorin vom Verlag, das ist eine so coole Frau. Ich kann es euch nicht anders sagen. Sie heißt Anne, glaube ich. Und die schwärmt so für die Bücher, die sie quasi für den Verlag aussucht und vorstellt. Das ist der Hammer. Diese Frau brennt wirklich für jede einzelne Geschichte. Und die hat uns diese Geschichten mit so viel Leidenschaft und so viel Spaß vorgestellt, dass man einfach denkt, boah, ich muss dieses Buch jetzt sofort lesen. Und ja, werde ich bald wieder Bücher aus dem KISS Verlag lesen, dann so ab Frühjahr, wenn die neuen Bücher rauskommen. Und ja, ich freue mich da auf jeden Fall schon sehr, sehr drauf. Wir haben auch mitgeteilt bekommen, dass der KISS Verlag nur Geschichten rausbringt, die schon abgeschlossen sind. Also jetzt so wie Redwood Love, die 3 Teile sind ja recht zeitnah hintereinander rausgekommen und diese Reihe ist ja auch an und für sich abgeschlossen, auch wenn Kelly Moran letzte Woche auf Twitter verkündet hat, sie schreibt noch 2 weitere Teile. Und ja, also an und für sich ist diese Reihe jetzt trotzdem erstmal gerade abgeschlossen und der KISS Verlag sucht sich halt nur Autoren und Reihen, die halt auch wirklich in sich abgeschlossen sind, damit sie die halt auch recht zeitnah hintereinander veröffentlichen können, damit wir armen Leser nicht wieder Wochen und Monate warten müssen auf die Fortsetzungen. Und ja, das finde ich schon mal sehr, sehr cool, weil ich bin ja auch so ein Mensch, ich freue mich immer, wenn die Bücher recht zeitnah erscheinen, einfach weil die Geschichten schon fertig sind. Und ja, das finde ich cool. Und wie ich gerade schon sagte, wurde uns KISS, dieses Imprint von Rowohlt, näher gebracht. Und das war ein sehr, sehr cooles Treffen. Dann hatte ich ja am Samstag meine Lesung mit meiner kleinen Moderation und meinem kleinen Interview. Das hat auch ultra viel Spaß gemacht. Die 2 Autoren von Live und Life, Dennis und Katja, waren super sympathisch. Die haben super cool das vorgelesen, finde ich.
Und ja, mehr dazu seht ihr dann in meinem Messevideo. Und ja, hat auch super viel Spaß gemacht, das Ganze. Und ansonsten sind wir eigentlich nur rumgetingelt. Ich habe meine Bücher signieren lassen und ich hatte 4 Bücher mit und ich habe alle 4 Bücher signiert bekommen. Und an dieser Stelle muss ich einfach nochmal sagen, Lucia, falls du das siehst, danke, 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 danke. Der Lucia habe ich zu verdanken, dass ich dieses Schätzchen hier signiert bekommen habe von Brittany C. Cherry. Ah, oh mein Gott! Ich habe ein signiertes Buch von Brittany C. Cherry und das habe ich wirklich nur Lucia zu verdanken. Also vielen Dank, Lucia, an dieser Stelle nochmal. I'm so happy. Und ja, falls ihr mein dusseliges Foto auf Instagram gesehen habt, wie ich neben Brittany C. Cherry stehe, ich war so perplex in dem Moment, ich war so überfordert und ne, kennt ihr das? Also ich bin ja dann auch voll das Fangirl, gell? Und amerikanische, englische Autoren, da setzt bei mir hier oben alles aus. Ich kann da nicht mehr reden. Bei Deutschen geht das immer noch. Da fällt einem dann schon noch irgendwas ein, was man sagen kann. Aber wenn die dich dann auf Englisch dir irgendwas erzählen, du verstehst es, aber du bist so aufgeregt, dass du nicht antworten kannst, dann stehst du da, yay, das bin ich. Ja, auf jeden Fall hat Brittany C. Cherry mein Buch signiert und ich habe ein Foto mit ihr machen können. Und sie hat sogar auf meine Insta-Story geantwortet. Oh mein Gott. Und diese Frau, Leute, ich sag's euch, die ist so ultra niedlich. Diese Frau hat die niedlichste Ausstrahlung, die ich je gesehen habe. Wirklich, diese Frau ist einfach Zucker. Die ist zuckersüß. Ich kann es nicht anders sagen, obwohl diese Frau sehr viel größer war als ich, war sie einfach nur wirklich in ihrer ganzen Art und Weise, in ihrem ganzen Wesen einfach nur niedlich und total sympathisch und toll und ja, was soll ich dazu sagen? Ich liebe Brittany C. Cherry, wuhu! Und jetzt habe ich ein signiertes Buch von ihr und ich habe Schätzelein signiert. Ja, also das ist Buch Nummer 1, was ich auf jeden Fall signiert habe. Danke, Lucia, an dieser Stelle nochmal. Vielen, vielen Dank. Ja, dann habe ich mir signieren lassen Palace of Glass von der lieben Christine Bernard. Ich weiß immer noch nicht, wie man es ausspricht. Sie hatte gesagt, man kann das aussprechen, wie man möchte. Da habe ich mich zur Signierstunde angestellt und ja, habe mir das Buch signieren lassen. Und ich habe auch mit ihr ein Bild gemacht, ein Foto. Und ja, habe ich mich auch sehr gefreut. Und sie hat mich erkannt. Ha, sie hat mich erkannt, dass ich eine Rezi zu ihrem Buch gemacht habe. Wuhu! Habe ich mich voll gefreut. Was finden mir Blogger ja auch immer toll, ne? Wenn die Autoren sich so an deine Rezi erinnern können und so. Ja, dann habe ich mir noch signieren lassen. Die Vereinten von Caroline Brinkmann. Ich habe dieses Buch noch nicht gelesen, aber ich habe es jetzt auch signiert. Genau wie die Perfekten. Und die Vereinten möchte ich auf jeden Fall sehr, sehr bald wieder lesen. Und das war total witzig. Ich habe noch gesagt, ja, ich möchte um, ich glaube, 16 Uhr. Ich glaube, 16 Uhr war dieses Meet and Greet von Caroline an dem Tag. Und ich habe noch gesagt, ich muss um 4 dahin. Ich muss mein Buch signieren lassen von Caroline. Und dann sitzen wir so da draußen auf dem Hof. Und dann sehe ich so im Augenwinkel und denke, halt, das ist sie doch. Das ist sie doch. Ich bin schnell mein Buch aus meinem Beutel gekrallt und mein Kuli. Und ich so, Caroline! Ich bin so gar nicht peinlich, ne? Alter, ich bin schon manchmal echt peinlich. Auf jeden Fall bin ich hinter ihr hergeschossen und habe ihr mein Buch signieren lassen. Und dann haben wir auch noch ein Foto gemacht. Und ja, habe ich mich sehr gefreut. Und ja, jetzt habe ich die Vereinten auf jeden Fall auch signiert. Das muss ich jetzt nur noch lesen. Und ich freue mich da schon sehr drauf. Ich habe bisher nur Positives über dieses Buch gehört. Und ja, dann habe ich es geschafft, mir die Krone der Dunkelheit von Laura Kneidel signieren zu lassen. Alle, die auf der Messe waren, ihr wisst, was bei der Signierstunde von Laura Kneidel abgegangen ist. Das war so krass. Ich wollte mich auch in die Signierschlange bei Laura Kneidel stellen und ich habe dann gesehen, wie lang diese Schlange ist. Ich habe sie auch in meinem Vlog einmal abgefilmt. Ich bin diese ganze Schlange abgelatscht. Und Leute, diese Schlange war so ultra krass lang. Ich glaube, Laura hat 3 Stunden signiert. Das war der Hammer. Also, das hat Ausmaße angenommen wie letztes Jahr bei Jennifer Armentrout. Also das war echt krass. Also für Laura freut mich das total, weil sie hat es voll verdient. Und ja, fand ich cool. Und ich habe mir mein Buch dann signieren lassen. Wir saßen dann am Samstagnachmittag, saßen wir noch so in einem Grüppchen zusammen und haben uns nett unterhalten, alle Mann, und haben uns beim Piper Verlag hingesetzt an so eine Tischgruppe, weil dort einfach mal die Klimaanlage mega geil war. Also dort hat es mal nicht gestunken wie in dem Rest der Halle und die Luft war halt recht angenehm und es war schön kühl und wir hatten Stühle, wo wir uns hinsetzen konnten und ganz gespannt uns unterhalten konnten. Und ja, so ein paar Tische weiter saß Laura Kneidel und ja, dann saßen wir dort rum und dann war das schon ziemlich spät. Ich glaube, sie war dann wirklich mit ihren Interviews komplett fertig und hatte Feierabend und dann hat sie so gemacht, so,
komm mal schnell her. Und dann bin ich schnell hingetackelt und dann hat sie mir mein Buch signiert. Hihihi. Ja, habe ich mich auch sehr gefreut. Also habe ich jetzt das von Laura Kneidl auch signiert. Jetzt habe ich wieder alle Bücher, die ich von Laura Kneidl habe, signiert. Also zumindest die ich als richtige Bücher habe. Und ja, auf die Krone der Dunkelheit freue ich mich auch schon sehr. Das habe ich ja auch noch nicht gelesen. Und ich kann nur sagen, Leute, wenn ihr dieses Buch seht, fasst es an. Es fässt sich wundervoll an. Das ist wieder so ein Buch für uns haptische Menschen. Und ja, es fässt sich richtig, richtig toll an. Und ja, wie gesagt, das habe ich jetzt auf jeden Fall auch signiert. Da freue ich mich sehr, dass die liebe Laura das nach ihrem Feierabend noch für mich schnell gemacht hat. Und ja, das waren meine signierten Bücher. Ansonsten sind Messen ja immer cool, weil man so viele tolle Leute sieht, die man ja sonst nicht sieht. Ich muss sagen, ich habe einige Leute nicht gesehen. Und, ja, ansonsten habe ich die Nina gesehen, ich habe die Jenny gesehen, ich habe die Natalie getroffen und die Lucia natürlich und noch einige andere Leute. Und ich habe bei der Lesung, nach der Lesung kam auch noch eine Abonnentin auf mich zu. Oh Gott, ich habe deinen Namen schon wieder vergessen. Oh fuck, ich wollte mir deinen Namen merken. Oh, ich bin so ein Dussel. Auf jeden Fall kam nach der Lesung noch eine Abonnentin zu mir. Wir haben noch ein Foto gemacht und das war so toll und das war so cool. Und ich kannte dein Gesicht trotzdem irgendwoher. Ich habe dich irgendwo ja schon mal gesehen. Ich weiß nur nicht wo. Meine Abonnentin wird jetzt wissen, dass ich sie meine. Ich habe nämlich zu ihr gesagt, ich kenne dich irgendwoher. Und sie so, nee, kann gar nicht sein. Aber irgendwoher kenne ich das Gesicht. Ich kann das nur gerade nicht zuordnen. Dann habe ich sie wahrscheinlich schon irgendwo in einer Signierschlange irgendwo stehen sehen oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall fand ich das auch mega cool und kann jedem buchverrückten Menschen immer wieder nur empfehlen, fahrt mal zur Messe. Es muss nicht unbedingt Frankfurt sein, weil Frankfurt ist echt heftig. Leipzig ist da ein bisschen entspannter. Und ja, man sollte auf jeden Fall dieses Buchmesse-Erlebnis sollte man auf jeden Fall einfach einmal mitgemacht haben. Und ich finde es auch mal wieder cool. Man merkt immer, wer schon auf Messen war und wer neu ist. Wer schon auf Messen war, läuft zielstrebig durch die Hallen und weiß in etwa, okay, was mache ich jetzt, was habe ich vor, wo will ich hin und läuft zielstrebig von A nach B. Und Leute, die so das erste Mal auf der Messe sind, die laufen irgendwie gefühlt, die torkeln so durch die Gegend und so, mein Gott, ich weiß nicht, was ich zuerst machen soll, wo soll ich hin? Und die strahlen schon so totale Überforderung aus und da muss ich voll an mich denken, weil meine erste Buchmesse war genau das gleiche. Ich war sowas von überfordert. Ich bin wie blöde durch die Gegend gesteuert und wusste eigentlich gar nicht, was mache ich denn jetzt hier? Wo soll ich denn hin? Und ja, also ich kann nur sagen, Buchmesse muss man einfach mal mitgemacht haben und erlebt haben. Und ja, mein Akku blinkt, der ist gleich leer. Also falls ich gleich weg bin, nicht wundern, ist der Akku leer. Und ja, ansonsten habe ich mir noch ein Henna malen lassen auf der Messe. Sieht man das jetzt so? Ich glaube, das sieht man so gar nicht. Ich kann mich hier so doof verrenken. Warte mal, ich könnte mich mal hinstellen. Dann kann ich euch das zeigen. Wartet. Sieht man es? Seht ihr wieder, dass ich eine Jogginghose trage? Da, man sieht es jetzt leicht. Das ist das White Mace Herz. Das fand ich so cool. Und ja, man konnte sich beim Arena-Stand halt kostenlos so ein Henna-Tattoo noch malen lassen. Und fand ich auch voll cool. Und ja, habe ich jetzt ein White Mace Herz auf meinem Arm, aber das geht ja wieder ab. Und ja, ansonsten wollte ich euch schnell noch zeigen, was ich gerade aktuell lese. Also ich habe gestern angefangen damit, beziehungsweise heute. Zum einen lese ich gerade Hot von Lauren Blakely und Hot ist Hot, ich kann es nicht anders sagen. Und allein der Anfang war schon wieder so süß und so goldig und so knuffig und unser Protagonist Wyatt redet am Anfang gleich erstmal mit uns und erklärt uns erstmal, was in dieser Geschichte eigentlich alles so losgeht. Und das fand ich so süß und das fand ich so cool und so lustig. Und ja, ich habe dann gestern noch einen ganzen Schwung von dem Buch gelesen. Ich wollte heute eigentlich noch weiterlesen, aber ich werde heute nicht mehr schaffen zu lesen, weil ich muss noch schneiden, damit ihr auch ein Video habt, was online geht die Woche. Sonst wird das nämlich nichts. Also ja, Hot lese ich auf jeden Fall, gefällt mir bisher richtig gut. Dann habe ich gestern angefangen mit Fire and Frost, dem zweiten Teil, und da habe ich die ersten 80 Seiten so gelesen. Gefällt mir bisher auch gut. Ich bin gespannt, wie das jetzt weitergeht in dieser Geschichte. Der Anfang der Geschichte war wieder auf jeden Fall richtig, richtig cool. Und dann habe ich heute angefangen, mit der lieben Sina zusammen Die Sprache der Dornen zu lesen von Leigh Bardugo. Haben wir heute das erste Märchen quasi gelesen. Das sind 57 Seiten. Es sind ja insgesamt 6 Märchen. Das letzte ist, glaube ich, das dickste. Ja, das letzte Märchen ist das dickste. Und ich kann nur sagen, dass mir das erste Märchen sehr, sehr gut gefallen hat. Das ist halt so ein richtiges Märchen gewesen. Also es hat nicht alles 100% Sinn ergeben, was da passiert ist. Aber es war ein cooles Märchen auf jeden Fall. Und ich bin gespannt, was bei den anderen Märchen jetzt noch so abgeht. Und ja, das lese ich auf jeden Fall jetzt, wie gesagt, mit Sina gerade. Und mal gucken. Bin ich gespannt, was da noch so kommt. Ja, ansonsten gibt es mir eigentlich auch nichts zu erzählen. Ich glaube, dieses Video wird wieder extrem lang. Ansonsten gibt es eigentlich auch nichts weiter zu erzählen. Deswegen würde ich auch sagen, ich beende jetzt nicht nur diesen Leseabschnitt, sondern auch dieses Weekly Reading, weil
ich laber jetzt hier schon wieder über eine Viertelstunde und dieses Video wird wahrscheinlich wieder unendlich lang. Und ich weiß, ihr wollt lange Videos, das habt ihr mir mehrmals geschrieben, aber wir wollen es ja nicht übertreiben. Und ja, auf jeden Fall beende ich dieses Weekly-Meeting jetzt an dieser Stelle. Und wie immer gilt, eure Anregungen, Meinungen, Wünsche unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.